Kurze Zusammenfassung: Strahlungsheizsystem, Fenster, die nicht völlig dicht sind. Da beziehe ich mich aber jetzt auf die Gummilippendichtung zwischen Fensterflügel und dem Rahmen. Und mehr geht's da nicht. Und mineralische und Putz und Farben. Da haben wir schon viel gekundet. Das sind für mich eigentlich drei wesentliche Punkte, um den Schimmelpilz zu vermeiden. Das habe ich voriges Jahr zu einer Tagung zu vorgerückter Stunde beim Glas Bier einem Professor gesagt. Ich sage, da könnten wir das Schimmelpilzproblem damit lösen. Dann lächelt er mich an und sagt, Herr Aurich, wollen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Man kann mit Schimmelpilz gut Geld verdienen. Da kann man viel forschen, dicke Bücher schreiben, dicke Normen, und die werden immer dicker. Man kann Tagungen machen, man kann Leute ausbilden, zertifizieren. Mit den drei Punkten wäre das Problem gelöst. Und dann kommt noch dazu, die Wasserleitungen kontrollierbar verlegen. Und wenn ich sie schon irgendwie hinter Gipskarton oder irgendwelchen Verkofferungen habe, dann wenigstens eine Revisionsklappe reinmachen, dass ich mal nachgucken kann, ein-, zweimal im Jahr, ob dahinter irgendwie sich was verändert hat, ob es dort feucht wird. Und ansonsten noch sparsame und eine fachgerechte Elektroinstallation. Und da sind wir eigentlich mit Grundlagen weitestgehend durch. Dann gibt es noch viele Details, die man vielleicht beachten muss. Dann muss man darauf achten, dass man nicht drauf reinfällt. Ich will jetzt keinen Handwerker schlecht machen, aber jeder verkauft das, was er hat und was er kann. Man sollte sich wirklich beraten lassen. Und da gibt es genügend Baubiologen. Der Dr. Wilms hat schon auf den Verband Baubiologie hingewiesen. Dazu gehöre ich auch, bin auch beim IBN, habe hier drüben einen kleinen Stand. Und die Baubiologie, das ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen der bebauten Umwelt und ihren Bewohnern. Wir sehen halt das, was auf den Menschen insgesamt wirkt. Das wollen wir beachten, dass das möglichst gut ist und keinen Schaden anrichtet. Und diese Internetseite, das ist die vom IBN. Dann gibt es den Standard der baubiologischen Messtechnik. Das ist halt dann der Fall, wenn Leute Probleme haben oder wissen wollen, was im Raum los ist, wenn wir dann zum Messen kommen. Besser ist, man berät vorher, damit es auch gar nicht schief geht. Den gibt es schon seit über 20 Jahren und beruht auf Erfahrungen von mittlerweile mehreren tausend Schlafplatzuntersuchungen. Und da gibt es eine Sachverständigenkommission, die den ständig weiterentwickelt und aktualisiert. 2008 ist eine Überarbeitung rausgekommen. Und mit diesem Standard hat die Industrie nichts zu tun. Und da ist für die Menschen gemacht und auch an Kinder, Alte und Kranke wird gedacht, dass die Leute auch wieder in ihrer Wohnung gesund werden können und nicht durch Schimmelpilze, Elektrosmog oder irgendwelche chemischen Dinge halt belastet sind, die auch den Genesungsprozess stören. Er umfasst die Felder, das Kapitel A, das ist das Kapitel Elektrosmog, Felderwellenstrahlung, das Niederfrequente, Hochfrequente, dann gibt es die statischen Felder, es gibt Radio und Radioaktivität und dann gibt es auch noch die geologischen Störungen. Kapitel B, das geht im Grunde in die Richtung der Chemie bis hin zur Klimasituation im Raum. Und das Kapitel C, die Biologie, Schimmelpilze, Hefepilze, Bakterien. Und das Prinzip der Untersuchung ist, dass jede machbare Reduzierung angestrebt werden soll. Und Maßstab ist die Natur. Und ich sage mal, wenn wir nun nicht die Lösung haben oder nicht die, auch nicht der Kunde vielleicht das Geld, dass er was tun kann gegen die Antenne von draußen, dann kann man in der eigenen Wohnung anfangen, das Decktelefon abschaffen, gewisse Dinge reduzieren, dass man auf gewisse Gerätschaften austauscht, zum Beispiel Nachttischlampen mit den Flachsteckern, die zweipoligen Flachstecker, die machen relativ hohe elektrische Wechselfelder, dass man in den Richtungen was macht und bei der nächsten Renovierung die richtige Farbe verwendet. Man kann das Stück für Stück aufbauen, dass man sein Umfeld verbessert. Tja, was ist teuer, das Sparen koste, was es wolle. Lieber vorher überlegt, als hinterher klüger werden. Beziehungsweise, man sagt, gibt ja von Konfuzius die Regel, die bitterste Variante, klüger zu werden, ist die der Erfahrung. Der eine hat dann mein Geld und ich habe das Problem. Deswegen sollte man das vorher klären Sie sich auf, holen Sie sich Fachleute dazu. Eine Beratung kostet mal ein bisschen Geld, aber es kann auch jede Menge sparen, wenn ich das Problem hinterher dann nicht habe. Und was brauchen wir? Das ist aus meiner Sicht der GMV, der gesunde Menschenverstand. Es werden im Bereich des Bauens immer dickere Bücher geschrieben, immer dickere Normen. Manche Norm hat schon die Dimension von 700, 800 Seiten. Das versteht kein Mensch mehr. Dann gibt es Computerprogramme und dann stellt man fest, ey, da ist ja doch ein Fehler und dann wird neu gedruckt und alles kostet wieder Geld und die Ingenieure müssen mit diesen teils falschen Dingen arbeiten. Das ist leider so. Deswegen drüber nachdenken und mein Grundsatz ist eigentlich der, das was bei unseren Eltern und Großeltern funktioniert hat, das funktioniert auch heute. So,
Das ist eine Aufnahme aus meiner Küche, weil ich bin auch in den letzten Jahren schlauer geworden. Hab auch Stück für Stück ein bisschen umgebaut. Man redet ja heute von Heizgerätschaften, die 100, 300, 4% haben. Das ist mein Ofen in der Küche. Der hat 300, 400%. Weil der wird mit Holz befeuert, hat das Prinzip eines Grundofens, zieht also nur wenig Luft nach. Ich meine, ich kann ja noch die Luft regulieren, am Anfang braucht man mehr. Hab obendrauf eine Herdplatte, die sofort Strahlungswärme abgibt und auf der ich kochen kann. Und dann geht die Abluft in diese Rückenlehne, macht die Rückenlehne warm, die hat so nach anderthalb Stunden 60, 70 Grad, da kann man den Masseur ins Geschäft versauen, weil das ist eine recht angenehme Geschichte. Und dann ist oben noch ein Wärmfach, wo ich also noch was wärmen kann, und dann geht erst die Abluft in den Schornstein. Und ansonsten habe ich den Boden mit Diele versehen und die Wände mit Lehmputz gespachtelt, und ich sage Ihnen, das ist ein völlig anderes Gefühl, nicht bis weil man es selber gemacht hat. Es ist angenehm, es ist schön. Und das. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Auri. Sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Also, das hat uns vieles, wahrscheinlich wir werden nachdenken müssen, je nachdem, was jeder zu Hause hat. Gibt es noch eine oder zwei abschließende Fragen? Hier bitte. Einmal, was Sie gesagt haben über Klimaanlagen und USA, muss man andersrum sehen, weil Feuchtigkeit und Temperatur andersrum sind. Die Wärme will rein und muss draußen gehalten werden. Das ist hier in Deutschland überwiegend anders. Zweitens, was mich da immer aufregt, ist, das war früher mal Kalk und heute ist es einfach nur noch Farbe, die dann mit Topfkonservierer vom Verschimmeln gerettet werden muss. Ne? Also da ist mir so ein paar Schuppen von den Augen gefallen. Und dann mit dem Wollteppichen, was Sie gesagt haben, da würde ich einfach davon absehen, vor allen Dingen unter Möbeln, wo man nicht drankommt. Das ist also ganz häufig, dass die eben genau von Motten befallen werden. Einfach drauf verzichten. Okay. Gut. Okay, noch zwei Fragen. Eine da. Bitte? Also mit Netzfreischaltern oder Netzabkopplern kann man gewisse Stromkreise spannungsfrei schalten. Das funktioniert. Was empfehlenswert ist, vorher messen, welcher Stromkreis der richtige oder der wichtige ist, der abgeschaltet werden muss. Bezüglich Schlafplatz liegt der Stromkreis Schlafzimmer nahe. Aber man muss dran denken, es gibt auch eine Deckenleuchte, es gibt eine Deckenleuchte unten drunter. Die wirken mit, also auch die Nachbarzimmer wirken mit und den Felder können sich auch kompensieren. Also man muss dann gucken, welcher Stromkreis abzuschalten ist. Und dasselbe Problem können Sie im Prinzip mit Sicherungen lösen, da können Sie sich den Netzfreikoppler sparen. Okay. Weil der macht nichts anderes, außer die Sicherung, um die Spannung wegzunehmen. Okay, noch schnell eine Frage. Laut. Und genauso sind Konservierungsstoffe. Die sind bis zu 30% in Chemikalien drin. Das weiß ich von einem Hersteller. Weil eine ganz normale Farbe, die angerührt wird mit Wasser, Lehm und Wasser, ist nur drei bis vier Tage haltbar. Diese Farbe ist über Jahre haltbar. Und das ist also für jemanden, der MCS hat, der denkt, er hat sich was ganz gut an. Wenn man die selber anrührt, ist man absolut auf einem sicheren Weg. Genauso ist dasselbe wie mit Holz. Holz ist für den MCS eigentlich gar nichts, weil wir müssen regelmäßig hegen und pflegen. Zum einen werden Terpene ausgegast aus dem Holz, wenn man das Holz frisch behandelt. Man muss es mit Leinöl streichen, also viele machen es mit Leinöl und wundern sich dann, dass sie echt in dieser Wohnung gar nicht mehr leben können. Und das sind einfach so Stoffe, also so Sachen, die ich jetzt gerne einfach nur mal dazufügen wollte, weil ich habe nämlich genau so mir schon mal mein Haus renoviert und habe dann mein eigenes Muss ich vielleicht ergänzen, was ich so gebracht habe. Ich sag mal, für den, ich nenne es mal jetzt mal einen normalen Bürger, wenn sie jetzt mit MCS ein Problem hat, muss man natürlich dann gucken, dass man gewisse Dinge dann auch nicht machen kann. Dann ist es eben die Fliese.
zum Beispiel. Und wenn jemand mit Leinöl sein Holz behandelt hat und hat dann übermäßig Terpene, dann hat er zu viel verwendet. Zu viel verwendet. Das muss man dann auch sehen. Das muss man dann relativieren und man muss vielleicht auch mal eine Probefläche anlegen, wo man dann dem MCS-Kranken was mit ans Bett stellt, um zu sehen, wie reagiert er. Also das ist dann, sage ich mal, die höhere Schule, wo man... Ne, ich wollte es bloß dazu sagen. Hm. Ja. Wir machen den... Und noch eine Ergänzung, wer Produkte kaufen will und ein Problem hat oder überhaupt sicher gehen will, es gibt Volldeklarationen. Die haben gewisse Hersteller und es gibt das im Label Nature und Nature Plus, das ist relativ gut. IBN kann man vertrauen und dann gibt es noch die Arge KDR. Ich selber habe dann aufgehört, mir Prüfsiegel einzuverleiben, weil es gibt mittlerweile so viel, man blickt nicht mehr durch. Man braucht eigentlich dann die Person seines Vertrauens und die Volldeklaration verlangen, weil in der Volldeklaration muss drinnen stehen, was zu 100% drin ist. Die Sicherheitsdatenblätter, die müssen nicht alles reinschreiben, die nach EU-Recht vorgeschrieben sind. Volldeklaration. Ja, dann sollte man dem Produkt auch nicht trauen. Vielen Dank, Herr Raurich.